gut. Hallo Leute, hallo, hallo, Leute, 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 hallo. Ja, mit dem Update haben wir auch ein nettes Feature bekommen, und zwar den Media Sticks. Ja, der Media Stick, der beinhaltet ungefähr 5 Lieder und ein Sechstes. Allerdings der Sechste, der kommt immer unwillkürlich, und ich zeige euch jetzt in diesem Video, wo diese 5 einmal vorhanden sind. Viel Spaß! Thank you.
habt ihr jetzt diese Firma gefunden, gibt es einen MediaStick 5. Allerdings, der ist automatisch dann drinnen, der CLR Launch Party genannt. Gut, wie gesagt, diese vier Sticks, die es geben, also der fünfte, der fügt automatisch dazu. Und dann hat, dann gibt es auch seit dem Update auch ein nettes Feature. Und zwar folgendes, ihr könnt den nämlich in euren Inventar, nämlich die Radiosender abschalten. Das ist ein nettes Feature. Die Auflistung, ja, gibt es da. Da gibt es eine Auflistung der eben der kompletten Radiosender und die können Sie es dann wegschalten. Ja, und dann nur mehr den Sender spielen lassen, den ihr bevorzugt. Ist ein nettes Feature. Also gibt es ja da was Positives bei dem Update. Und es ist seit diesem Update möglich. Ihr könnt also, wie gesagt, eure Lieblingssender da spielen lassen und die anderen, die was unnötig sind, die könnt ihr wegschalten. Das ist ein nettes Feature. Das kann man unter das Interaktivmenü gehen und wie gesagt unter Inventar und da kann man das dann wegschalten. Das ist ein nettes Feature, wie gesagt, das ist seit dem Update möglich. Ja, also da kann man dann, wie gesagt, den Lieblingssender oder den Media Player dann abspielen lassen. Welche Lieder da vorhanden sind, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe vorher 5 Lieder gesagt, das ist natürlich ein Schwachsinn. 5 Stick sind es natürlich. Entschuldigung, 5 Stick. Wie gesagt, der 6. Es gäbe einen 6. auch noch. Da müssen wir allerdings warten auf Mr. Mooney. Ja, der ist nicht immer, das ist so eine weiße Karre. Und da müssen wir ihm dann den Stick eben fladern. Zu dem derzeitigen Stand, als ich das Video gemacht habe, war er leider nicht da. Der spannt unwillkürlich. Das ist ein weißes Auto mit dem Kennzeichen Mooneyman. Ja. Und da befindet sich also dann der 6. Stick drinnen. Der 6. Stick wird es dann ein Kennis Backyard Bogey. Ja. Media Stick ist dann der Backyard Bogey. Ja. Aber wie gesagt, zu dem, als ich das Video gemacht habe, ist er leider nicht gespannt. Ja, das wäre dann der 6. Stick gewesen. Aber mal die 4 Stick, glaube ich, sind eh mal ausreichend. Und der 5. eben die Launchparte, den müssen wir sich eh mal auch so anhuchen. Ne? Ist ein nettes Feature. Ja, am PC gab es ja das schon länger, dieses Feature. Jetzt eben auch auf Konsolen. Ja. Wie gesagt, es gibt einen 6. Stick, den will ich euch nicht, wie gesagt, verheimlichen, aber das ist, der spannt nur unwillkürlich. Da müsst ihr halt nur am Parkplatz schauen draußen, eben, ob eine weiße Karre steht mit dem Kennzeichen Mooneyman. Ja, wie gesagt, nettes Feature, naja, gut, vielleicht habt ihr es schon gefunden, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie gesagt, ihr habt die Sticks, es gibt, wie gesagt, nur diese momentan und schauen wir mal.